Das Grab der Verlegerfamilie Bauer auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg zeugt von Familiensinn. Hier liegen auch die, die den Bauer Verlag, jetzt Bauer Media Group, einst groß gemacht haben. Heinrich und Alfred Bauer. Heute agiert der Konzern von New York bis Sydney, weltweit. Mit über 600 Zeitschriften, 100 Radio- und Fernsehsendern und mehr als 2 Milliarden Euro Jahresumsatz. Über die Geschichte des Bauer Verlags erfährt man auf der Homepage allerdings wenig. Auffällig vor allem, über die Zeit von 1926 bis 1945 steht nichts. Andere große Verlagshäuser haben sich ihrer Geschichte inzwischen gestellt. 2006 der Dumont Verlag. Auch der Burda Verlag hat sich mit seiner Nazi-Vergangenheit auseinandergesetzt. Und Bertelsmann gar eine Historikerkommission berufen. Und der Bauer Verlag? Das kann man ganz eindeutig sagen. Der Bauer Verlag hat im Nationalsozialismus, in gewisser Weise auch mit dem Nationalsozialismus, so etwas wie einen geschäftlichen Aufstieg erlebt. Er wird von einem kleinen Verlag zu einem doch durchaus bedeutenden Unternehmen. Ein Blick in die Archive bringt zum Wirken des Bauer Verlags während der NS-Zeit einiges ans Licht. Da ist etwa die Funkwacht, eine Rundfunkzeitschrift. Für die NS-Propaganda spielt der Rundfunk eine entscheidende Rolle. Und die Funkwacht passt sich an. Da finden neben glücklichen Kindern und Katzen auch immer wieder Hitler-Porträts den Weg aufs Cover. Die Funkwacht verzehnfacht binnen weniger Jahre ihre Auflage, wird zur wichtigsten Rundfunkzeitschrift Norddeutschlands. Die einzige Publikation mit großer Auflage und diese, also Cash-Cow würde man heute wohl sagen, diese Funktion als Cash-Cow muss ab 1933 noch ganz massiv gestiegen sein. Auch inhaltlich finden sich immer wieder Texte ganz im Sinne der NS-Ideologie. So erscheint 1934 eine große Reportage über Braunau, Hitlers Geburtsort. Oder ein begeisterter Hintergrundartikel über den Hitlergruß. Und auffallend, bereits 1933 druckt die Funkwacht den Fortsetzungsroman Das Ende der Eisernen Mannen, eine Hetzschrift gegen Antifaschisten. Das alles erscheint im Oktober 1933, zu einer Zeit, als Zehntausende von Sozialdemokraten, von Gewerkschaftern im KZ sitzen und da misshandelt werden, gequält werden, auch ermordet werden. Vom Terror in den Lagern steht im Roman kein Wort. Stattdessen Verklärung und Lagerfeuerromantik. Zuerst schlichen die Stunden mit quälender Langsamkeit. Aber es gab wenige, die sich nicht bald zurechtfanden und an das neue Leben gewöhnten. In der Freizeit wurden Karten und Schach gespielt und eines Abends ertönte zum ersten Mal eine Mundharmonika. Das Erstaunliche an dieser ganzen Geschichte ist aus meiner Sicht, es hätte kein Hahn danach gekräht, wenn die Funkwacht 1933 im Herbst einfach einen weiteren Unterhaltungsroman publiziert hätte. Das tut sie aber nicht. Sie publiziert plötzlich, sozusagen ohne jede Vorbereitung, ohne dass irgendetwas darauf hingedeutet hätte, einen ganz eindeutigen politischen Roman, der die Diktatur legitimiert, rechtfertigt und die Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten befürwortet. Aber nicht nur das publizistische Wirken des Bauer Verlags fällt auf. Alfred Bauer, seit 35 neben seinem Vater Mitinhaber des Verlags, tritt 39 in die NSDAP ein. Warum zu diesem Zeitpunkt? Warum überhaupt? Unklar. Und Alfred Bauer erwirbt in den 30er Jahren mehrere Immobilien. Auf dem Hamburger Immobilienmarkt ist vor dem Krieg viel Bewegung. Es herrscht ein Bereicherungswettlauf um Eigentum von Juden, die vor dem Naziterror flüchten müssen. Mittendrin Alfred Bauer. Ich vermute mal, dass er ein kluger Geschäftsmann war und dass er verstanden hat, wie viele Geschäftsleute, dass es eine gute Idee wäre, gerade so ab 1938, 39 kein Geld auf der Bank rumliegen zu haben, sondern dass es eine sehr viel cleverere, bessere Geschäftsstrategie ist, in Sachwerte zu investieren. Wenn er das gemacht hat, kann man ganz eindeutig sagen, da ist die Grundlage für späteres verlegerisches Handeln gelegt worden. Zapp und Spiegel fragen bei Bauer an. Die Antwort erstaunlich. Man würde gerne helfen. Allerdings verfügen wir über keinerlei Dokumentation über unsere Geschichte und besitzen keine Firmenunterlagen mehr aus der Zeit des Nationalsozialismus. Die Käufe sind heikel, denn auch Bauer erwirbt Immobilien von jüdischen Eigentümern. Und das im Jahr 1938, dem Jahr der Reichspogromnacht.
Er hat insofern profitiert, dass er von den Bedingungen profitierte, die ihm der Nationalsozialismus geboten hat. Insofern, dass er Mietgrundstücke erwerben konnte und eine Textilhandelsfirma, die er zu solchen günstigen Bedingungen wahrscheinlich nicht bekommen hätte. Nach dem Krieg klagen zwei ehemalige Eigentümer auf Wiedergutmachung. Bauer argumentiert wie viele damals, der Preis sei angemessen gewesen. Tatsächlich ist es aber so, dass gerade irgendwie bei diesen Beispielen, die uns vorliegen, irgendwie ab 38 sanken die Immobilienpreise ins Bodenlose. Also von einem angemessenen Kaufpreis kann man nicht sprechen. Am Ende steht ein Vergleich und Bauer zahlt den früheren Eigentümern mehrere tausend Mark. Es deutet vieles darauf hin, dass die Nazizeit in der Geschichte des Bauer Verlags doch eine wichtigere Rolle gespielt hat, als auf der Homepage vermittelt. Das sieht nach diesen Recherchen anscheinend auch der Verlag so. Wir werden noch im Laufe des Jahres 2020 einen Historiker damit beauftragen, die Geschichte und die Vorgeschichte des Bauer Verlags während der Zeit des Nationalsozialismus zu recherchieren und die Ergebnisse mit der Öffentlichkeit teilen. Nun könnte es also doch eine systematische Aufarbeitung der Verlagsgeschichte geben. 75 Jahre nach Ende der Nazi-Herrschaft.